Nach einem langen Hin und Her können wir endlich Schlag den Raab spielen, Leute. So, Stefan, die Show geht gleich los. Hast du Bammel? Nee, wie immer bin ich der festen Überzeugung, dass ich heute unbesiegbar bin. Sieben Gegner ist auch am Start. Geil. So, Showmodus, Teammodus, Übungsmodus, Statistiken, Option. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Lass mal ein bisschen leiser hier. Spiel 10. Spiel 13. So. Schwierigkeit Mittel, Vogelperspektive, Ego-Perspektive, Vogelperspektive. Okay, zurück. Ja, Showmodus. Wie viele möchten? Nein, einer. Sind Schall und Rauch, aber wie wollen sie trotzdem es? Ah, lol. Was? Ist hier mein Name? Ja, Mann! Einer dieser Kandidaten wird gegen Stefan antreten und vielleicht auch gewinnen. Gott, wen nehmen wir denn da? Oh! Der ist doch voll groovy. Der ist doch voll groovy, oder? Jung und dynamisch. Was kann Jung und dynamisch. Willkommen zur unvergleichlichsten, interessantesten, besten, teuersten, schönsten, buntesten, intelligentesten. Guck dir den Rahmen an, die Stirn! Muah! Welt, oder? Ist das scheiße. Spiel 1! Ah, das ist easy, das mache ich voll gut. Das mache ich voll gut. Spielinfo. Ihr müsst anhand eines Autokennzeichens erkennen, zu welcher Stadt bzw. welchem Landkreis das Kennzeichen gehört. Passt, sobald ihr eine Ahnung habt und wählt eine Antwort aus. Ist die Antwort falsch, bekommt euer Gegenspieler einen Punkt. Er kann auch versuchen, die Frage zu beantworten und sich so einen zweiten Punkt zu sichern. Ah ja, okay, das ist klar. Los, machen wir ein Probespiel erstmal. Jetzt spielen wir Autokennzeichen. Du kannst jetzt mal eine Runde testweise... Dürfen wir mitmachen? Ja, absolut. Und die Schlacht beginnt. Woher stammt dieses deutsche Kennzeichen? Was soll das denn sein? Stefan, gut erkannt. Dann starten wir mal die nächste Runde. Okay. Ein Fahrzeug mit dieser deutschen Nummerntafel kommt aus... Stefan. Und genau von dort ist dieses Kennzeichen... Osterode am Harz? Woher soll ich das... Ach so! Dieses deutsche Auto. Beeindruckend. Du bist gut. Ich wollte gerade sagen, wo ist das denn? Na, endlich. Okay, let's go. Hallo? Spiel 1. Okay, Mann. Ich bin bereit. Ich bin bereit. So, los geht's. Komm, los geht's. Erstes Spiel, Leute. Spiel wird euch erstes Spiel. Toffifee, danke. Gleichzeitig. Ihr müsst anhand eines Autokennzeichens erkennen, zu welcher Stadt bzw. welchem Landkreis das Kennzeichen gehört. Okay. Was? Sobald ihr eine Ahnung... Ja, ja, ich weiß. Okay, ich bin bereit. Passt gut auf. Wir starten. Stefan, du hast keine Chance. Dieses österreichische... Das läuft ja gut für dich. Ja, Kuhstein. Da würde ich mich schwer tun. Aber gut. Ich hatte keine Ahnung, ich habe geraten. Eine deutsche Nummerntafel. Ein weiteres Kennzeichen abgehakt. Wie ist das denn? Schreiten wir voran. In Deutschland finden wir diese Fahrzeugtafel wo? Daneben. Ach, meine. Stefan. Diese Nummerntafel. Wir haben das erste Spiel direkt gewonnen. Na, du kennst dich mit Kennzeichen. Wir haben das erste Spiel gewonnen, Leute. Es gibt ja nicht so viele Nummernschilder. Geil! Das erste Spiel direkt gewonnen. Hammer, dann ey. Sehen wir uns mal an, wie ihr liegt. Ja, 1-0, oder? Würde ich mal sagen, das war ein richtig schöner Einstieg. So. Ja, Kuchen. Hey. Spiel 2. Flitschen. Ihr solltet mit Einweg-Glasgummis auf ein Punktefeld auf einem Zielbrett schießen. Wer nach der 5. Runde mehr Punkte hat, hat gewonnen. Okay. Gummibänder zum Abwinken. Jetzt. Oh Gottes Willen. Ihr spielt abwechselnd und sollt mit Einweg-Glasgummis auf Punktefelder auf einem Zielbrett jetzt schießen. Jetzt erst mal 10 Minuten Werbung. Wer nach der 5. Runde mehr Punkte ja. hat gewonnen. Okay, alles klar. Ich bin bereit. Ich sag mal... Los geht's. Alter, was der Raab auch für eklige Hände hat, ne? Du darfst was vorlegen. Oh Gott. Gedrückt halten, Stärke aufbauen. Wie was? Gedrückt halten? Stärke aufbauen.
Nein, 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 nein. Nee, macht ja aber nichts. Hä? Oh! Daneben. Nein, 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 kann ich nicht zurück. Aber ein bisschen höher vielleicht. Das war nix. Das gibt's doch nicht. Okay, der ist gut, der ist gut. Ein bisschen tiefer, würde ich sagen, oder? Ein Stück höher? Was? Das war schwach. Was? Ich bin auf deinen Versuch gespannt. Ja, der macht jetzt safe, pass auf. Der macht jetzt safe alle. Ja, ist klar, Stefan. Das hätten mehr Punkte werden können. Ist klar. War aber schlecht. So ein Einwegglasgummi hat seinen Tücken. Ja, natürlich. Okay, ey. Ach ja. Dein Zug. Ich feier das so, wie der aussieht, ohne Witz. Okay, warte, Leute. Das ist alles. Wir müssen erstmal ein Gefühl dafür kriegen. Nein, 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 das ist zu viel. Hey, was sagst du denn jetzt? Oh. Moment, ich habe einmal rausgetappt. Hallo, wo ist das Spiel? So. Oh, warte mal. Hey, ich tapp immer raus. Was ist denn mit dem Spiel los? Boah, ne, das ist so weit, würde ich sagen. Oh! Warte mal, das ist ganz oben, ne? Wir machen mal ein Stück runter. Ich würde sagen, so, so ist gut. Ja! Schnell geflitscht. Ja! Zwei Punkte. Ja! Das gleiche nochmal, warte mal. Das ist ganz oben. Drei Punkte. Hallo. Dennis, ganz gut, aber nicht perfekt. Jetzt bist du an der Reihe. Geil! Ja, Stefan, jetzt hol das mal auf, mein Süßer. Mua halten, oder? Komm. Mua. Ja, wo fliegt der denn hin? Nach Köln-Kalk, oder was? Mua. Ah, Stefan, das ist aber schlecht. Da gerät der unter Druck, da gerät der unter Druck, Leute. Na, wenigstens sind deine Finger noch dran. Ich glaube, du schwächelst etwas. Ja. Das wird euch gefallen. Stefan, das ist nichts, was du da machst. Dann zeig's uns mal. Ich tapp halt schon wieder raus. Ich tapp halt immer raus, Leute. Ich kann nichts dafür. Ja. Ja, warte mal. Oh, das wird. Warte mal, wir hatten das gerade so, ne? So, dann würde ich sagen. Das könnte. Das so? Ein bisschen höher. Ne? So. Ah! Ah! Oh, ja? Nur weiter so, einen Punkt hast du schon. Ach! Dafür gibt's keine Punkte. Ich hoffe für dich, dass das noch besser ist. Stefan hat mehr 10 als Venom. Punkte mal. Okay, wir gucken, was er macht. Also es steht 6-2, Leute. Stefan. Ja, so. Alles klar. Er betreibt direkt mit 3 Punkten. Und da holt er noch ein. Oh mein Gott. Hättest du mehr als einen Punkt geschafft. Ein Punkt. Super. Nicht schlecht. Ja, nein. Achtung, es geht weiter. Nein. Ran an den Speck. Okay, ich muss das Gefühl dafür kriegen. Warte mal. Das ist ungefähr. Ich würde sagen, der will sitzen. Warte. Der. Was ist das?
Also das ist ein Punkt? Klasse. Oh, warte mal. Ich tapp halt wieder raus. Moment. Das Spiel ist sehr gut programmiert auf jeden Fall. Man tappt immer raus. Okay, okay. Oh. Ich will die 3 haben, komm. Ja! Ist der wie beim Bogenschießen? Alter, ja! Nice! Steffen, jetzt kannst du nice. Heimzahlen. Okay, Stefan ist dran. Ein Gummi, 3 Punkte, perfekt. Stefan, ein Pünktchen für dich. Das okay, 12-12, Leute. Heißt aber nichts. Wenn du so weitermachst, okay, könnte sich der Sieg ausmachen. Ich feiere das so, wie er aussieht. Dennis. Okay, wir stehen jetzt mega unter Druck, Leute. 12-12. Warte mal. Ich würde sagen, das könnte ein Dreier sein. Ah! Und 2, okay, sehr gut. Warte mal, das können wir eigentlich nochmal wiederholen. Warte mal. Bisschen höher. Ah. Okay, wenn Stefan jetzt einen Dreier gleich wirft, dann ist vorbei. Der muss jetzt sitzen. Nein! Luft nach oben. Okay, jetzt wird's spannend. Tables Ergebnis. Jetzt wird's spannend, Leute. Du bist dran. Meint ihr, der gewinnt das? Dann oh! Aber das heißt nichts. Das hätten mehr Punkte werden können. Steffen, das war nix. Wenigstens zielst du schon in die richtige Richtung. Wir haben gewonnen! Sehr schwer ist dir Flitschen ja nicht gefallen, oder? Es ging so. Wir werden ja schnell. Was für eine Stimme, Mann! So, wir haben das zweite Spiel auch gewonnen für uns. Das heißt, wir haben jetzt 3 Punkte. Auf die Statistik. Sehr geil. Ja, ich würde sagen, läuft bei uns, oder? So, pass auf, weiter. Spiel 3. Nicht vergessen, Sie können jetzt einen Nissan Qashqai gewinnen. Dazu müssen Sie die folgende Frage beantworten. Was kann der Kandidat gewinnen? A, ein Keks oder B, eine 500.000. Oh nein, das kann ich gar nicht, Leute. Oh mein Gott, das kann ich gar nicht. Stoffelkartoffel, Dankeschön für dein, für 4 Monate, danke. Es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Europaparkkarte mit einer Nadel, den gesuchten Ort. Wer am nächsten dran ist, bekommt ein Punkt. Oh nein. Ihr sollt Orte pieksen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr spielt abwechselnd. Es werden bestimmte Orte gesucht, markiert auf einer Weltkarte mit einer Nadel den gesuchten Ort. Das kann ich gar nicht. Wer am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt. Okay, Steven. Kann ich gar nicht. Kann ich 100% werde ich es verkacken. Endlich lohnt sich der Erdkunde LK. Okay. Wir sind bereit. Beginnen wir einfach, sonst wird es ja langweilig. Ich habe keine Ahnung, Leute. In welcher Stadt wurde nach dem Frieden von Tilsit der Status freie Stadt verliehen? Welche Stadt wurde nach dem Frieden von... Woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich das denn wissen? Also, okay, okay. Hier ist Italien. Ja? Mazzahalas, danke für deinen Sub. Dankeschön. Hier ist Italien, okay? Hier. So, ich... Was suchen wir? Ich hätte es ja gewusst. Danzig, Polen. Gut gemacht, Stefan. Du Polen. Hätte ich nicht gewusst. Neue Runde, neues Glück. Wo wird unter anderem der Dialekt Turinese gesprochen? Ja.
weiß es doch nicht. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Turinose klingt für mich wie Mayonnaise. Aber Turin, Italien. Der Herr Raab hat mehr. Ich weiß nicht mal, wo Turin liegt. Gesucht ist der größte Ort einer deutschen Insel, die als besonders schick gilt. Oh. Okay, warte mal. Es muss ja. Gott, jetzt ist es peinlich. Jetzt wird es richtig peinlich. Jetzt wird es richtig peinlich, Leute. Ich hab. Ne, warte mal, das ist falsch. Ich würde sagen, irgendwie hier so, oder? Gesucht ist der größte Ort einer deutschen Insel. Sylt, würde ich auch sagen, aber ich weiß nicht, wo das liegt. Jetzt sagen wir mal, was stimmt. Westerland, Deutschland. Das ist so ein Streber, Alter. Guck dir seinen Kopf an, wie hässlich der ist. Wo kann man sich am Ballermann einen ballern? Ey, achso, ich hab den Punkt gekriegt, ne? Wo kann man sich am Ballermann einen ballern? Okay, warte mal. Oh Gott, wo ist denn Spanien? Ey. Ich hab keine Ahnung, Leute. Hier. Nicht im Meer, da. Warte mal, wenn hier Deutschland ist. Wer hätte das gedacht? Hört mal. Und Stefan hat die Nadel. Da ist Spanien? Ich will, dass das Spiel schnell endet. Es ist so peinlich. Ich schäme mich so. Welcher Ort ist für seine weißen Nächte berühmt? Welcher Ort ist für seine weißen Nächte berühmt? Weiße Nächte könnte. Bei Erdkunde habe ich immer geschwänzt, Leute. Ja. Hier. Keine Ahnung. Und ob es richtig ist oder nicht, sagt euch gleich ich. Also. St. Petersburg, Russland. Schön gestochen, Herr Raab. Sie sind näher dran. Und Stefan hat. Okay, das vergessen wir mal wieder ganz schnell. Das vergessen wir mal wieder ganz schnell. Eieieiei, ja gut. 3-3, Leute.